So, willkommen zurück zu Mario Bros. 3. Together mit Life Force. Hallo zusammen. Ja, und drin ins Castle. Yep. Das Castle wird jetzt richtig lecker. Au! Und da geht's schon wunderbar los. Ja, das war aber auch ein bisschen fies gerade. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Irgendwo. Ach, war das Castle mit den Türen? Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Tür das war. War das die? Mann, ich bin gut. Auf Anhieb schon der Richtige. Das war jetzt eigentlich ihr geraten. Na, guck mal, ja, Freund. Richtig geraten, kann man sagen. Und jetzt fangen sie an zu fliegen. Und locker geschafft. Jetzt können die Viecher auch noch fliegen. Yep. Das erste Castle, das ich mal geschafft habe. Und ihr seht die Brücken wahrscheinlich da oben. Jeweils, wenn ein Level geschafft wurde, dann gehen diese Brücken auf oder jeweils zu. Richtig. Und hier in diesem Level, nicht in diesem Level, in dieser Welt, wo Schmackia eben war, kann man etwas ganz Tolles kriegen. Aber das werde ich euch zeigen, wenn ich wieder am Zug bin. Ah, verdammt, der wollte nicht ruf. Mit dem Arsch genau in den Fisch, sehr schön. Die können einen blockieren. Ja, und zwar können diese Goombas nämlich einen vom Springen abhalten. Links ist noch ein Pilz. Nein, nicht da. Das war ja klar. Ah, verdammt, wäre ich mal weitergelaufen. Das war gemein. Gut, dann werde ich das Level jetzt mal versuchen. Ich liebe diese Musik so was von sehr. Oh yeah. Das nehme ich doch mal mit. Das ist praktisch, das Blatt. Oh ja. Ich dachte gerade schon, ey. Ja, hat dich der Fisch fast auch erwischt. Mhm. So, Freundchen, du bist jetzt der Nächste auf meiner Liste. Komm mal her. Du. Drecksau. Du hast ihn mal ganz klar getroffen, eigentlich. Yep. So, jetzt geh sterben, du Arsch. Die muss man nämlich zweimal treffen. Yep, weil sie durch die Flügel in dem Sinne zumindest für den ersten Treffer geschützt sind. Au! Drecksbastard. Das war eigentlich nicht beabsichtigt, aber es war auch geil. Was bringen die weißen Münzen eigentlich? Gar nichts, die bringen nur ein bisschen mehr Geld. So, jetzt reicht's mir. Geh drauf, du Kackvieh! Oh nein! Lakito, war ja klar, dass er hier auch ist. Und er ist gleich wieder scheiße. Au! Und zwar richtig scheiße. Der hat mir den Arsch gepiekt mit seinem Stachel. Dann probier ich mal das andere Level aus. Das lass ich nicht auf mir sitzen. Wenn ich wieder dran bin, knöpf ich mir Lakito eigentlich nicht vor. So viel steht fest.
Ach, scheiße, ich hab... vergessen drauf zu drücken. Auf den Knopf. Mal sehen, was haben wir denn da? Nutze ich das Item oder nutze ich es nicht? Ach, was soll's. So, Kollege Schnürschuh, jetzt bist du fällig. Jetzt sieht man doch der Bombe. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Weg. Spring! Danke. Vorlegen, Freundchen. Nicht mit der Life Force. Das hast du einmal gemacht und das machst du jetzt nicht nochmal. Oh, 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 oh. Dass mich das nicht getroffen hat. Oh, ein paar Münzen kann ich abgreifen. Ich muss sowieso mal ein bisschen wieder Leben farmen. Ja, Zeit wird. Nein, Feuerblume sammle ich nicht ein, auch wenn das gerade sehr verlockend ist. So, Lakitu. Hä? Eigentlich hast du ihn getroffen. Deswegen hat's mich ja gerade umso mehr gewundert. Was? 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 Er respawnt tatsächlich. Ich glaube nicht. Okay, ich lauf, ich lauf, ich lauf. Tschüss! Und dann krieg ich da... noch ein Leben. Boah, 10 Stück habe ich jetzt schon. So, was sagt der andere Seite? Erstmal würde ich mal... ins Pilzhaus gehen. Ja. Yep. Ihr habt ja gerade eben da so das schöne kleine Bötchen gesehen, ne? Ja, dazu werde ich kommen, wenn ich das Glück habe. Oh. Wo wir gerade von Glück sprechen. Der Froschanzug. Dürft sich jetzt als praktisch erweisen. Ja. Yep. Denn der Froschanzug hat folgende Eigenschaften. Zum einen hüpft Mario, wie man schon sehen kann, als Frosch. Und man hat ebenfalls auch die Möglichkeit, selber zu steuern. Zählt aber nur für das Wasser. In solchen Levels ist das perfekt. Ja, yep. Man kann auch schnell schwimmen. Solchen Levels ungemein vom Vorteil ist. Und man springt höher aus dem Wasser raus. Das stimmt. Generell springt man auch höher. Da kommst du nicht rüber. Oh Mann, ich liebe die Musik so sehr. Die ist so angenehm. Ich weiß auch nicht warum. Die ist wirklich angenehm. Das ist eine richtig schöne Mario-Musik. Mhm. Wow, ich hab doppelt so viele Leben. Ich frage mich, was passiert, wenn jemand seine ganzen Leben verliert. Ich glaube, dann ist er Game Over. Nicht ganz. Man kann, soweit ich mich recht erinnere... Nein, ich werde es jetzt mal nicht sagen. Er hat es geschafft! You got a card! Und 3 Leben darauf. Das passt doch perfekt. Und gut, dass du für mich gerade das 5. Level abgeschlossen hast. In der Hinsicht. Ich kann nicht anders, ich muss dahin. Ich muss! Das Kartenspiel aktivieren.
Ja. Bills. Du One-Up. Ich weiß genau, wo du bist, Freundchen. Da kommt eine Memory-Erinnerung. Oh ja. Oh yes, das war ja. Der einen Lack gerade. Ah, schade. Aber ich habe immerhin das bekommen, was ich brauche. So, jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Denn ich habe ja so schön in der anderen Welt habe ich einen Hammer bekommen, mit dem man Felsen zerstören kann. Und das Wölkchen hier ist besonders lecker. Das führt nämlich zu der Insel hier. Ja. Yep. Oh, perfekt. Perfekt. Es gibt auch die sogenannte Flöte. Die bringt einen zum Warpfeld. Genau, die ich ja schon am Anfang erzählt habe. Denn allerdings man kann sich hier, wie bei Super Mario Bros. 1, zu gewissen Welten warpen. Allerdings ist die Flöte, glaube ich, ein glücksbasierendes Item. Hat sich in einer von den Boxen versteckt. Oh, yes. Aber da wir sowieso in jeder Welt wollen, brauchen wir die Flöte nicht. Richtig. Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern, meine Lieben. Ja? Ja! Er hat's yes! geschafft! 5 Leben oben drauf. 3, 4, 5. Geil! Oh ja, Baby. So ist das schön. Und es kommt noch besser. Und noch der Pilzhaus oben drauf. Mhm. Das war auch der Grund, warum ich hier hin wollte. Perfekt. Weil man hier einfach so viel abgreifen kann, wenn man das richtig anstellt. Da war schon Schluss. Ja. Aber da kann man natürlich nicht hin. Das wäre auch ein bisschen unfair. Ja. Und wie auch immer das geht. Aber no comment. So. Für den Fall der Fälle, ich bin ein bisschen skeptisch. Och nö. Und es ist natürlich ein Scroll-Level. Warum immer ich? Oh. Nein! Das war mies. Scheiße. Und du immer noch mit deinem Frosch ja, anzupfen, gell? Jetzt muss ich das als Frosch irgendwie schaffen. Naja, du kannst ja die Feuerblume einfangen. Ja, das ist als Frosch natürlich jetzt ein bisschen klobig von der Steuerung. Lieber nicht. Lieber nicht. Vorteil, ich habe jetzt einen Extra-Treffer. Wenn man getroffen wird, verliert man nämlich den Froschanzug. Richtig, aber nicht seine Größe. Nachteil, als Frosch ist auf dem Land die Steuerung ein bisschen schwerfälliger als sonst. Ah, verdammt, Mario, warum springst du nicht? Okay, dann ist mein Versuch jetzt wieder dran. Gib mir das. Oh, ich fühle mich so gut.
Zieh mich darüber. Achso, dafür war das gedacht. Ugh. Lame. Die weißen Blöcke kann man übrigens mitnehmen. Und wegschießen. Ja, könnte man. Will ich aber nicht. Allerdings verpuffen diese Blöcke nach einer Weile. Au! Scheiß! Koopa! Warum muss das Vieh da rumstehen? Die bessere Frage ist, warum kriege ich immer jedes Mal diese Viecher ab? Nein! Leben! Nein, ist weg. Menno, hast du nicht gebrauchen können, verdammte Kacke! Oh, scheiße. Gerade noch so durchgeschlüppert. Komm mal hier, Kleiner. Flünk, flünk. Zack. Aus dem Weg. Ein Pilz. Ein Pilz der Freude. Und jetzt kommt das siebte Level theoretisch. Ich weiß aber nicht, wie viel Zeit noch und was. Dotiert noch, du hast bei 16 Minuten. Oh, das geht ja noch. Oh nein! Das Level ist auf jeden Fall schön. Ich wusste gar nicht, dass da ein Pilz drin gewesen wäre. Ja. Die Biester sind kackfrech, weil die spucken so komische Kugeln aus, die auch immer die das machen. Aber es ist schön designt, das muss man sagen. Ja, das auf jeden Fall. Hier kann man übrigens das bekommen, wenn man groß gewesen wäre. Aber du hast die Gelegenheit, glaube ich, noch einmal gleich. Los, weg hier. Ja, du machst es aber auch echt spannend. Ja. Man kann es auch übertreiben, Schmack. Da war noch einer gewesen. Man kann es auch echt übertreiben. Na komm, dann ist ja noch Zeit für ein, für das Kasse. Eigentliche. Genau. Es hat jetzt einen Grund, warum ich den Froschanzug in dem Sinne hier anwende. Oh ja, ein Wasserkasse. Genau deswegen. Könnt euch zwar einsammeln, tue ich aber nicht. Nee. Der Froschanzug ist mir gerade heilig. So, jetzt kommt ein bisschen fieser, denn man sieht hier diese Buhus. Die sehen aber ein bisschen anders aus als die normalen. Was daran liegt, dass das Bodenbuhus sind. Ich weiß nicht, wie man die nennen soll. Nein! Fuck. Ich glaube, du hast es fast geschafft. Hoffentlich. Ja. Jetzt bloß noch das Vieh besiegen und dann ist Schluss. Das Vieh ist das kleinste Problem, glaube ich. Nö, Freundchen, du kommst jetzt nicht weg. Genau. Und geschafft. Perfekt. Perfekter Abschluss, würde ich sagen. Ja. Einmal gespeichert. Und oh, bis zum nächsten Part von Super Mario Bros. 3 Together mit der Life Force. Ja. Ich freue mich schon. Tschüss. Tschüss. Das war ja mal richtig lecker eben. Das war richtig knusprig.